Nachgebaut zu bleiben, heißt es heute vielleicht hier eher Machet Gadavski. Denn Michael Gadavski ist eine kölsche Junge, in Köln geboren, wohnt auch immer noch da, auch wenn er für Duisburg spielt. Heute will er seinem Ex-Verein zeigen, das Stadion in Duisburg seit 3,5 Jahren erstmals wieder ausverkauft. 30.600 Zuschauer. Es ist ein Festtag für den MSV, der in Blau und Weiß hier sehr ordentlich loslegt. Der Freistoß von Janic und Heiri war da. Die vierte Minute, die erste Ansage, Duisburg wird sich hier nicht verstecken. Köln bis dahin noch sehr vorsichtig. Erst nach 20 Minuten gibt's was. Ecke Nagasawa und Zoller. Völlig frei Simon Zoller. Allerdings muss er da aus dem Stand hoch. Wohl zu schwierig. Aktivster Kölner bis dahin Michael Gadavski. Aber der spielt halt für Duisburg. Super vorgelegt. Jetzt für Bohl. Bohl gegen Horn. Und weiter geht's. Der MSV lässt keine Ruhe. Kriegt richtig Spaß hier. Janic. Beim MSV wird gerammt, geackert und gut gespielt, wie hier von Gadavski. Köln hat nach den Bayern und Gladbach die derzeit beste Abwehr Deutschlands. Aber heute große Probleme gegen den Drittligisten. Wieder Gadavski, wieder Bohl und Schnellhardt. Fabian Schnellhardt, wie Gadavski, auch er beim 1. FC Köln ausgebildet. Erst im Sommer nach Duisburg gewechselt. Köln hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen, aber der Schwung aus der Liga fehlt noch im Pokal. Uche ausnahmsweise mal durch, kein Abseits, 36. Minute, aber ganz stark verteidigt von Rolf Fälscher, fair und sauber aufgeräumt. Zwei Minuten später, der FC setzt sich jetzt erstmals vorne fest, beweist jetzt, wer hier eigentlich den besseren Ball spielen sollte. Uche. Und Halfa gegen einen Dschungel aus Gegenspielern. Und Uca, Ratajczak. Eine Monsterparade von Michael Ratajczak. Eine grandiose Fußabwehr. Anthony Uca hatte sich clever gelöst und scheitert dann doch. Frust und Freude im 5-Meter-Raum. Kurz vor der Pause reißt der FC die Verantwortung nun an sich. Oft mit hervorragenden langen Bällen, so wie hier. Perfekt für Jonas Hector. Und Zoller. Da muss er mehr draus machen, zumindest den aufs Tor bringen. Köln hat die besseren Möglichkeiten. Zoller, kein Druck hinter dem Ball. Das ist FC-Präsident Werner Spinner. Vor dem Anpfiff hatten Kölner Zuschauer Feuerwerk gezündet. Denen wollen wir keine Plattform bieten. Mit bemerkenswertem Unverständnis reagiert jedenfalls Werner Spinner. Die zweite Hälfte, es wird ein wenig giftiger. Für dieses gegenseitige Kennenlernen gibt es für Vogt und Gadavski jeweils die gelbe Karte. Duisburg legt wieder an Energie zu, vertraut auf Konter und dabei vor allem auf das Tempo von Gadavski. Albutas mit dem überragenden Pass für Gadavski. Genau das sind die Situationen, aber Horn ist da. 56 Minuten vorbei, früher Doppelwechsel bei Köln. Risse und Peschko für Halfa und Nagasawa, kompletter Austausch der offensiven Außenspieler. Marcel Risse, der heute eigentlich geschont werden sollte, dann direkt bei seinem ersten Arbeitsnachweis. Ecke für Köln. Risse, Ratajczak, was macht der denn? Einmal durchatmen, MSV Duisburg. Ratajczak wollte den Ball irgendwie merkwürdig fangen, aber mit viel Glück hilft ihm der Pfosten. ...70 Minuten schon rum. Es ist der von Köln befürchtete Pokalfight. Der FC hat schwer. Lehmann. Olkowski. Gegen zwei. Und Uca! Anthony Uca verschwendet auch das nächste Ding. Seine dritte Möglichkeit. Er ist heute nicht der Top-Torjäger, der er eigentlich sein will. Köln als Favorit in der Pflicht. Duisburg lauert. Foul von Scheitauer an Wimmer. Freistoß für Köln. Peschko will schnell ausführen. Albut hat dazwischen. Und jetzt geht's hoch mit den Emotionen. Schiri Sippel zeigt rot. Albutat steht sofort wieder auf. Und Peschko muss nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung runter. Der Platzverweis geht in Ordnung.
auch wenn Al-Buttab da unverstört zu dieser Art von Nachtreten darf sich Peschko nicht verleiten lassen. Rot, richtig. Köln in Unterzahl. Und das will Duisburg mit frischen Kräften ausnutzen. Gadowski viel gelaufen, ausgewechselt für Klotz. Und das war's auch in der regulären Spielzeit. Es gibt Verlängerung. Die Trainer Stöger und Lettieri bei der Extraschicht. Feierabend hat dagegen Peschko. Die erste Hälfte der Verlängerung. Köln zu 10. Mit Kevin Vogt. Mit dem Außenriss, das ist super. Mit dem Außenriss für Zoller. Simon Zoller, das ist es. Nicht. Simon Zoller, Kölns einziger Stürmer, nachdem Uca zuvor für Matuschik ausgewechselt worden war. Zum zweiten Mal heute Abend rettet der Pfosten für Duisburg. Weiter 0:0. Und gleich Verlängerung Teil 2. Jetzt ist Duisburg an der Reihe. Schon die 114. Minute. Da kommt Fälscher. Und da ist Grote. Der eingewechselte Grote in Rücklage. Beide Mannschaften bieten ein tolles Pokalspiel. Aber 0:0 nach Verlängerung. Es kommt zum Elfmeterschießen. Und Köln beginnt. Matthias Lehmann, der Kapitän, ist der erste Schütze. Die Gegenüberstellung mit Ratajczak. Lehmann gegen Ratajczak. 1:0 Köln. Der erste Treffer des Abends. Duisburgs Antwort muss folgen. Durch Grote. Horn. Timo Horn bremst Grote und den MSV. Nicht schlecht geschossen, aber Horn liegt richtig. Jetzt kann Kevin Vogt Kölns Führung ausbauen und das tut er auch. 2:0. Aber nun schickt der MSV seinen besten Schützen, Slatko Janic. Der hatte schon in der ersten Runde per Elfmeter gegen Nürnberg getroffen. Janic, wieder Horn. Timo Horn auf dem besten Weg, die Pokalsensation von Duisburg zu verhindern. Janic scheitert. Für Köln als nächstes. Kevin Wimmer. Kurzer Anlauf, das wirkt alles sehr cool. 3:0 für den FC. Und wenn Rolf Fälscher jetzt verschießt, ist der FC eine Runde weiter. Aber nix da. 1:3. Noch ist Hoffnung da für den MSV. Aber dafür muss Michael Ratajczak auch mal einen halten. Der also für Uca eingewechselte Matuschik. Das ist es. Das ist die Entscheidung. Köln gewinnt 4:1 nach Elfmeterschießen. Nach vorher gut 50 Minuten in Unterzahl. Kölns Dank geht an Timo Horn. War ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Die rote Karte hat es natürlich den Duisburgern dann auch in die Karten gespielt. Am Ende waren wir eigentlich die Mannschaft, die dann froh war, auch ins Elfmeterschießen zu kommen. Duisburg hätte das Weiterkommen auch absolut verdient gehabt. Statt Machet Otze hieß es heute aber Machet Timo.